Irgendwann catcht uns dieser Raum beide. Wohin war hier hinter der Tafel ein trauriger Smiley? Hab ich gefunden. Na. Das ist nix, oder? Nee, sieht gut aus. Waren davor auch schon zwei Pflanzen? Warte mal. Komm mal, ich stell dich mal hier vor den Stuhl und jetzt guck mal da oben rein. Okay. Retour. Wer ist das? Sein Kind? Weiß ich nicht. Niemand, mit dem ich reden möchte. Aber ich war ein kleines Kind. Ja. Wir sind echt gut. Ne? Ja. Yay. Oh Gott. Flauschi. Was denn? Noch 4 Level bis zum nächsten Checkpoint. Oh nein. Oh ja. Ich weiß nicht. Ich mag diesen Raum nicht. Nope. Waren da vorher schon... Ich meine, es würde Sinn machen, diese Temperaturanzeigen unten. I don't know. Also ich... Irgendwann ist hier bestimmt auch, dass der nicht wiederbelebt wird, sondern dabei erstochen wird oder so. Garantiert. Das wäre eine Opportunity, die kann man nicht auslassen. Ja. Okay. Auf deiner Seite war alles safe? I guess so. Okay. Ich sehe nix. Immer noch die Kugel im Kopf. Er verfolgt uns auch nicht. Das ist sehr beruhigend. Sieht gut aus. Halt. Oder? Hängen die gleich? Hängen die vorher schon so unterschiedlich? Ja. Okay. Ich habe gar nicht geguckt, ob wir jetzt weitergekommen sind oder nicht gerade. Yep. Irgendwann geht hier bestimmt eine Klappe auf.
Ist da gerade eine Klappe aufgegangen? Jetzt, wo ich es gesagt habe? Nee, die eine, doch. Es hat doch gerade so ein Quietschgeräusch gegeben. Ja, oben links, die war doch zu. Es war doch nur eine ein Stück offen. Was macht da so ein... Ja. Was ist das so? Ich bin mir sehr sicher, dass nur eine auf halb offen war. Ha! Cookie mal hier. Wo ist Cookie mal hier? Hier. Jo. Ha! Aber weißt du, was mich eher beunruhigt? Ha? Die eine da oben links ist trotzdem offen. Hm. Vielleicht ist da vorhin einfach eine andere irgendwie, hat sich bewegt, ne? Aber irgendwas hat gequietscht, ja. Oh nein, 216. Wir dürfen rausgehen. Oder kam es erst danach? So, das kam danach. You, was? You will never get 2666? Out 666. Doch, doch. We can do this. Jetzt, wo ich weiß, dass es nicht wirklich 666 Etagen sind, könnten wir es schaffen. Ne? Maybe we can do this. Richtig. Oh, was ist da los? Ich hab was gesehen. Ich kann. Nur ganz kurz, ja. Was müssen wir tun? Ach du Scheiße, ein Pestdoktor. Wir müssen an ihm vorbei, denke ich. Nein! Oh. Vielleicht einer opfert sich. Und der andere läuft dran vorbei? Können wir versuchen. Lauf mal da vorne entlang. Da rein. Da lang und rum. Nee, wo willst du hin? Okay, ja gut, dann halt so. Ja, das ist auch keine gute Idee. Jetzt steht er hier vor. Rück eh. Ohne dich? Ja, ich bin tot. Okay. Ich habe mich doch geopfert für dich. Ja. Hi. Au, danke. Ja, ja. Danke für die Schelle ins Leben, danke. Ja. Realitätscheck erfolgreich. Und die nächste offene Tür. Da sitzt unser Kumpel. Soll ich? Ja. Ja gut, jetzt darf ja eigentlich nix sein, ne? Ja. Also er hat jetzt eine Kugel im Kopf und ist aus der Pathologie entlassen und darf hier zum Allgemeinmediziner, ja? Ich glaube, er kriegt jetzt bestimmt irgendeine Diagnose. Ich würde hier so gerne ranzoomen an den PC, kann ich aber nicht. Lädt irgendwas runter. Ich muss drücken. Alter, die Spritze, ne? Welche Spritze?
auf dem Schreibtisch hier. Also das hier ist nichts für Nadelphobiker. Oh, was? Siehst du sie nicht da, das Riesending? Von hier kannst du sie noch viel besser sehen. Ja, nee, ist okay. Disease History M. Also ich glaube, wir spielen unsere Geschichte gerade und wir sind eigentlich nur Bruchstücke von unserer Seele oder so. Ja, wir haben ja auch eine Kugel im Kopf. Also vielleicht deswegen so ein bisschen plemplem. Und sehen Sachen immer und immer wieder. Hast du die Aufnahme eigentlich wieder gestartet? Ja, ne? Ja. Aber gute Frage. Es ist mir zuzutrauen. Ich meine, schön, dass uns das auf Floor Nummer 301 einfällt, ne? Nach 23 Minuten. Ich habe das Gefühl, er ist sehr groß. Ja. Wir schrumpfen auch schon wieder. Okay. Wie kann das nur sein? Warum schrumpfen wir schon wieder? Also entweder schrumpfen wir oder er ist gewachsen. Eins von beiden. Ich glaube, er ist gewachsen, weil im Fahrstuhl sind wir beim letzten Mal so aufgeploppt. Stimmt. Und bisher hat sich nichts wiederholt, oder? Nee. Nicht eine Anomalie. Und das ist echt schon, wow. Ist ja ganz klein. Oh Gott, ich habe Angst, hier hinter zu gucken. Hat er schon immer geatmet? Ich dachte, der saß immer still. Vielleicht ist er jetzt nervös. Hallo. Alter! Du hast mir im Weg gestanden. Erschreck mich doch nicht so. Okay. Sagt dir auch kein Drucker irgendwie, you will die oder so. Ist normal oder nicht normal? Ja, ne? Dass er atmet? Mhm. Ist nicht, der hat vorher fest gesessen. Aber vielleicht macht. Er bewegt sich zu sehr, oder? Ich weiß nicht. Sagen wir Anomalie und gucken. Ich meine, wir sind erst eine Etage hochgefahren. Ja. War eine, ha? Huh? Ja. Naja, wir sind auf Traum 3. Ich renne mal einfach raus, ich habe gar nicht geguckt. Okay, er bewegt sich aber immer noch so. Dann war es irgendwas anderes und wir haben es nicht erkannt. Okay, also er atmet. Das ist okay. Hier auf dem Computer spielt jemand Hospital 666. Jetzt ist es weg. Aber ich habe es genau gesehen. Hat er es? Ja, dann gehen wir wieder, ja? Und auf dem Aufzug steht 309, was er gerade spielt. Warte, ich kann das beobachten. Was passiert denn da? Oh Gott, der kommt jetzt in unser Zimmer rein? Ich gehe schon mal zum Aufzug, falls du verreckst. Ja, gut, ich komm. Oh ja.
Auch sehr nett. Ich gehe schon mal, falls du verreckst. Ja. Ping. Hallo, guten Tag. Was ist hier los? Nix. Nix. Bist du schon... Ich hau dich. Stand hier vorher auch schon so Ordner auf dem Tisch? Mhm. Geht es Ihnen? Was? Was denn? Da habe ich doch geguckt. Ja, guck mal nach da oben. Oh. Hä? Habe ich das einfach nicht gesehen? Okay. Oh, so langsam muss ich aus meinem Schneidersitz mich befreien, ey. Hab ich erzählt, ich alte Frau nehme jetzt Kollagentabletten. Ja. Aber merkst du erst nach 2 bis 4 Wochen angeblich irgendwie was von. Bin gespannt, ob ich dann besser von der Couch hochkomme. Oh, bleib mal draußen, hier ist rot. Ich muss gucken gehen für YouTube. Für YouTube! Was, hä? Ja. Immer. Ich fahr dann, ja? Ja, da war ein Tuch, aber ein Jutesack und da war ein rotes Licht hinter und um mich rumgegangen, da kam eine Hand. Du bist hell erleuchtet. Jetzt nicht mehr. Was? Lass mich in Ruhe. Hm? Hier lacht irgendwas. Mhm. Oh, das sind die Kinderköpfe unter der Couch. Mhm. Warte, ich muss sie mir näher angucken. Dann können wir was tun? Nein? Okay. Wieso sind da Kinderköpfe unter der Couch? Weiß ich nicht. Warte, ich drück mal auf den Aufzug, ja? Nein. Nein, nein. Ich will das nicht mehr. Nein, nein. Das machen wir erst, wenn wir ganz oben sind. Ich denke, wir müssen das jetzt auch durchziehen, oder? Weil ich glaube nicht, dass er das speichert. War hier das Bett? Ist deine Seite. Ja? Okay. Ich habe die Seite nicht geguckt. Ich sehe nichts. Oh, ich habe eine Gruselkatze vor der Tür. Eine Sekunde. So, und? Sind wir safe? Ich denke schon. Wo bist du denn? Gerade in den Aufzug gegangen. Du stehst um die Ecke.
müsste mich mal am Ellbogen kratzen, so. Himmel, das Spiel macht mich ganz kribbelig. Mhm. Sag mal, hier auf dem Monitor hast du auch schon mal geguckt, oder? Mhm. Konnte man da ein Hintergrundbild erkennen und stand dann damit das Steam? Nein. Guck mal, ob ich mir das einbilde. Da steht doch jetzt Steam, oder? Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt unsicher, ob das vorher schon war, der Kreis, oder nicht. Auch nicht. Ich kann mich nicht dran erinnern. Irgendwann muss doch mal was mit dem Kaffeeautomaten sein. Wo bist du? Ich höre die ganze Zeit einen Drucker. Du hörst einen Drucker. So ein Klick, Piep, Piep. Also ein Beep höre ich nicht. Das Klick war schon von Etage 1 an. Das klingt wie so eine Lampe, die man anklickt. Hm. Naja, ist jetzt die Frage. Computerbildschirm normal oder nicht? Ich bin mir leider nicht sicher. Ja, ich habe nicht mit dir gesprochen, smarte Intelligenz hier. Komm, wir gehen weiter. Huch. Huch. Bin auf die Windows-Taste gekommen. Na dann, let's try. Ja, dann bin ich schuld. Und? Okay, war also normal. Na, normal. Sind da einmal Stühle zu viel? Sieht jetzt nicht so aus. Sind die hier da? Ja. Okay. Guten Tag. Okay. Es steht Steam. Oh nein. Oh nein. Oh. Siehst du's? Oh ja, überall. Ja. Oh nein. Es werden gerade immer mehr. Wir sollten vielleicht gehen. Oh nein. Das ist der traurigste, die traurigste Anomalie, die wir hatten bis jetzt. Ja. Deine stand wenigstens immer wieder auf und fiel um. Meine lag, Da war noch eine, die war unterm Dings, unter der Liege. Ich weiß auch nicht, ne? Aber ich sitze total pillegerade. Hm.
tue ich sonst nicht. Ich denke. Ich höre ein Wow. Dann gehen wir wieder. Nein, ich muss gucken hier. Okay, sag, wenn du tot bist. Ich weiß nicht wo. Stimmt, auf einer der Liegen. Oder unterm Schreibtisch. Was? Run? Ist doch so laut. Wo bist du denn? Ja, wo bist du denn? Ich höre dich nicht, sehe dich nicht. Aber gut, dann run ich halt. Ich sollte run machen. Was macht er? Ich bin irgendwie, also ich muss zwar zwischendurch gehen, aber irgendwie bin ich auch wach. Mein Bein wibbelt mega hin und her. Und ich habe heute wieder Tag der Ohrwürmer. Okay. Hier auf Wiedersehen. Hier steht eine 6. Ja, bei mir auch. Okay. Oh, du fandst die Spritze nicht so gut, ne? Sagst du? Mhm. Wolltest du noch andere sehen? Sind denn noch mehr jetzt? Ach Quatsch. Werden auch nur ein bisschen größer. Und immer mehr, ja? Okay. Ich geh mal dahin. Mach mal. Ich mach mal. Ich hoffe, sie pieksen nicht. Alle gleichzeitig. Oh nein! Tun sie wirklich? Ja. Du kannst schon mal fahren. Ich habe meine Cappy verloren. Wir haben übrigens keine Haare. Was ist denn mein Genosse? Das ist nicht lustig. Oh doch. Nein. Oh herrlich, wie wir das überleg, was du anderen wünscht. Ja, es könnte ja wahr werden. Willst du, dass ich gepiekst werde, ja? Immer. Waren hier schon Steckdosen? Ja, so eine Leiste auf jeden Fall. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so weit kommen. Ich auch nicht. Warte, sieht gut aus? Hier auf der Seite?
So kann ich eigentlich sonst nichts und niemanden hauen. Nur dich. Tja. Das, wenn das wenn ja auch wir sind. Auf Selbstverletzung stehst du. Aber dann müsste ich ihn doch auch hauen können. Aber wir sind doch nur Bruchstücke von seinem Geist. Wir sind Geister in seinem Geist. Ja. Meinst du es gut? Ja. Ich war gerade kurz überlegt, dich nochmal zu hauen, aber dann wärst du beim Knopfdrücken rausgefallen. Oh, nein, ich will da nicht alleine raus. Nein, ich will da nicht alleine raus. Nicht nochmal. Nein, nein. Das Bett hier ist mir suspekt, aber wahrscheinlich nur immer, wenn sich die Seite dreht. Ja. Ja. Ja? Ja, der Bildschirm. Sind das wir, wie wir uns beobachten? Mhm. Okay, das ist mir zu hoch. Ich komme. Oh, es ist bald wieder soweit. Die noch und dann geht's wieder los. Yes. Oh. Und tschüss. Hier läuft Wasser rein. Entschuldigung. Ich hör's. Ich würde gern raus. Sag, wenn du tot bist. Es steigt immer höher. Komm schon, Bro, hilf mir. Hilf mir. Mach doch mal die Tür kann auf. Kann ich nicht. Es steigt immer höher. Oh, ich darf wieder raus. Oh, ich darf wieder raus. Aha. Ich habe überlegt. Ah, ha, ha, ha. Ha. Hau mich nicht durch den. Oh nein, jetzt geht's wieder los hier. Oh no. Toilette. Hallo? Ich glaube, das war nicht so gut. Wieso ist die Toilette explodiert? Ich würde sagen, du hattest explosiven Schiss. Ja. Bist du jetzt echt die eine finden, die nicht explodiert? Ja. Ist das hier eine Anspielung auf Skibidi Toilet? Hattest du gerade eine, die gelacht hat? Ja, da war ein Kopf drin. Da ist noch einer. Oh. Siehst du das auch? Was ja? War ich das? Warst du das? Das warst du! Niemals. Oh, lauf weg! Oh! Upsi. Flauschi, finde die richtige Toilette! Ja, könntest du ja mal mitmachen. Mach ich doch! Explodiert ja nur. Was wie hehe, haha. Seht euch da nicht. Explodiert! Oh. Hä? Wieso ist mein Gehirn gerade gebrochen? Weil dich jemand von hinten, glaube ich, gegessen hat, der aus der Toilette gesprungen kam. Jemand? Wer ist jemand? Okay, warte. Wir dürfen das nicht so kopflos machen. Wieso? Ist das, oh, wir wissen, ob das immer gleich ist, weil ich glaube nämlich schon. Ja. Achtung! Ja, wenn du mir mal sagst, wo ist die Achtung? Wo warst denn du schon? Was hast du jetzt gedrückt? Ich hab nichts gedrückt. Vielleicht müssen wir auch alle aufmachen in einer gewissen Zeit. Shut the door. Shut the door. Yes. Upsi. Ich bin tot. Nein. Du bist auch tot.
Okay, die hinterste Reihe war es also auf jeden Fall nicht. Was ist denn hier sonst noch so? Also hinterste Reihe meinst du dann jetzt hier die, einen weiter von dir, ja? Ja, es kommt von alleine. Gut, dann gehe ich einen weiter. Achtung, explodiert! Dachte, ich könnte vielleicht im Vorbeilaufen, einfach. Achtung, explodiert so ein Waschbecken! Du hast mich getötet. No. Das ist, wenn das Wasser eine gewisse Höhe erreicht, oder? Ja. Ja. Also Beilung. Müssen wir jetzt eigentlich eine Toilette mit Aufzug finden, oder? Ich hab keine Ahnung. Ich hoffe, ich sehe das, wenn ich. Ja, wenn es richtig ist. Ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen. Hier bei denen ist nichts drin. Tun. Ja nicht, aber ich mach einfach mal Toiletten auf. Hä? Hä? Achso, hast du mich gerade rausgeholt? Ich weiß nicht. Lass uns mal überlegen. Überlegst, ich mach Toiletten auf. Vielleicht müssen wir alle finden, die in Ordnung sind. Upsi. Du hast genauso ein Reaktionsvermögen wie ich. So, oh, die ist rot, oh, die piept. Ich wollte noch die eine Tür öffnen. Muss ja irgendwas sein, was man auch alleine schaffen könnte, ne? Im Prinzip ja, ne? 2000 years later. Okay. Irgendwo hier. Vorsicht, bumm! Nein, du hast mich umgebracht. Es tut mir leid. Mach mal die vorletzte Tür offen. Ja, mach Tee. Oh! Ja! Oh Gott! Ja.
Escape from the Toilet. Oh Gott. Hatte ich nicht gerade noch... Ich habe doch gerade noch Schokolade mitgenommen. Wo ist die hin? Ein neuer Raum ist offen. Ein Badezimmer, natürlich. Yeah. Alter. Jetzt sehen wir, wie wir auf dem Bot sitzen. Was ist das für eine Putzkammer? Was ist das für ein Putzwagen? Wo sind die Reinigungsmittel? Was ist das für ein Mob? Aber die Schilder sind da. Ich weiß nicht, ob das... doch, eigentlich müsste das für hier auch gelten. Wenn irgendwo gewischt ist und es steht nicht so ein Schild da, schmeiß dich auf den Boden und schrei. Dann guck, was dir der Laden anbietet. Okay, gut zu wissen. Ich weiß, wie du das unbedingt auf YouTube erzählen solltest, aber gut zu wissen. Das kann man nachlesen. Deswegen gibt es diese Schilder doch. Okay, also da sitzt einer. Offen. Alles so ein bisschen offen. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pessoas. Okay. Ich hoffe, ich habe die Schokolade gegessen und habe die nicht irgendwo hier hingelegt. Das wäre mir zuzutrauen. Ich habe dich zumindest nicht kauen gehört. Hier so viele Putzwagen. Denn er müsste jetzt so machen. In den Spiegeln passiert doch definitiv irgendwas, oder? Ich glaube auch, aber noch sieht es okay aus, oder? Ich denke. War das schon immer ein Waschbecken weiter unten? Ach so. Das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube nicht, oder? Nee, das macht keinen Sinn. Yes. Mein Schreibtisch ist zu niedrig. Nein, wir sind wieder bei 400. Das war also richtig. Okay. Tatsächlich. Das What heißt, the fuck? Jetzt dass uns das weiter, nicht aufgefallen oder? Ist. Ja. Dass uns das nicht aufgefallen ist, ne? Drück. Ja, ich wollte dich jetzt mal reinkommen lassen. Du weißt, was da passiert. Ja. Nicht so früh. Die Armee der Kopflosen. Das ist so ein Club, da kommt man schwer wieder raus, wenn man einmal drin ist. Hier kann ich irgendwie reinrennen, so. Eine Klobürste. Das sieht okay aus, oder? Ja. Neue Flur. Wir kommen. Hoffentlich. Das war nicht richtig. Nee. Wie war das? Es beschränkt sich nur aufs Zimmer? Ich
Ja, wollte ich eben gerade noch mal gefragt haben. Anscheinend nicht. Komm schon, Spiegel. Ich warte drauf. Ein bisschen diskriminierend, ne? Das hier ist die Behindertentoilette. Kannst du mir mal sagen, wie hier Behinderte auf Toilette gehen sollen? Ich würde sagen, er müsste sich übers Stock brechen. Ja, finde ich nicht nett. Ich glaube, es ist okay. Ja. Wolltest du gerade ohne mich fahren? Nee. Du warst doch schon längst drin. Ja, wir können gehen. Die Schiller der Toilette. Die verfolgen dich übrigens. Tut ihr mir was? Nein, ihr könnt mir doch nicht den Hals brechen, oder? Ich habe das Gefühl, sie können. Sie kommen. Zumindest wenn du versuchst zu rennen. Okay, ich komme. Ich bin dafür, dass Wolfi das im Stream spielen muss. Ich auch. Das war deine Katze, oder? Ja. Okay. Man weiß ja bei uns nie. Irgendwann pupst er. Sieht aber pretty normal aus, oder? Ich denke. Oder auch nicht. Oder auch nicht? Nein, da oben der Lüfter wird von Kinderhänden gehalten, die abgeschlagen Ach, das sind. Meinst du, das ist nicht normal? Also ich weiß ja nicht. Was hat denn dieser Entwickler für ein Problem? Ich weiß es nicht, aber es ist ernst zu nehmen, würde ich sagen. Lachende Kinderköpfe unter der Couch, Kinderhändchen aus der Wand. Oh. Menschenköpfen. Auslachen, explodierende Toiletten. Dein Kopf ist verschwunden. Ich wollte gerade fragen, ist das so, weil man so im Spiegel nicht so gut nachstellen kann? Ist mein Kopf... Warte, komm mal her. Ist der dann in echt auch verschwunden? Tatsächlich. Okay, ich glaube, wir gehen wieder. Ich finde diese Funktion so super. Ja. Geh weg, bam. Ich habe erst überlegt, ob das ein Grafikbug ist, ne? Aber der ploppte dann wieder auf, als du so ein Stück vom Spiegel weg warst. Mhm. Frau Schick, gar nicht mehr irgendwas anderes. Lauf. Wir kommen auf uns zu. Oh, Entschuldigung. Das war ein Reflex. Wir kommen auf uns zu? Ja, ist vom Klo aufgestanden und auf mich zugelaufen. Oh, no. Mein VTuber-Männchen wandert auch immer irgendwie ein Stück tiefer, aber ich sitze gerade. Ich sitze nur anders jetzt. Und da ging mein Herzschlag doch mal ein klein bisschen höher.
jetzt habe ich wieder ein Gesicht. Aber bist du schwarz? Ja. Sahen wir schon immer so im Spiegel aus? Ja, ne? Ich denke ja. Ich frage mich nur, warum mein Gesicht weiß ist und deins schwarz. Ich bin mir gerade nicht so sicher, ob das eine Anomalie ist, weil wenn du dich seitlich drehst, bist du normal. Ich war schon immer dunkel hier. Ich frage mich halt nur, ob mein Gesicht so richtig ist. Während du stehst und ich die Maus bewege, siehst du schon anders aus. Das ist einfach wegen Darstellung, denke ich. Okay. Halt mein weißer Kopf. Dann ist es normal, ja? Hier draußen haben wir jetzt nicht so geguckt, ne? Sieht pretty normal aus. Okay. Nee. Was denn? Ist er wieder anders? Nee, mach dir mal einen Kuckuck. Geh mal nur Türrahmen und nach links gucken. Hast du es gesehen? Ja, reicht. Ich will gucken. Hä? Wo ist sie hin? Da drin bist du? Hä? Existierst du nur, wenn ich... Okay, dann tu mir halt nichts. Macht mir auch nichts. Dann gehen wir halt wieder. Ich habe sie nicht gesehen. Sie war einfach nicht da.